Ein wunderschön, meine Damen und Herren, liebe Liebenden. Heute geht's um diese Klamotten von und mit der Firma Helikon Tex, die ich aber nicht gesponsert gekriegt habe oder irgendwas in der Richtung, sondern die ich mir selber kaufen musste. Aber der war's wert. Und jetzt kommen wir zum Warum. So, liebe Liebenden, also zu dem Warum. Ich war auf einer Suche, die bei meiner Größe, also 1,85 groß, trockenes Kampfgewicht von 120 Kilo aktuell, so groß ist, dass noch irgendwie eine dicke Fließjacke oder irgendwas in der Art drunter passt. Wie soll ich sagen? Das geht. Hier so in dem Nebenvideo einmal so kurz gezeigt, ein kleines bisschen bewegt, nur ein klitzekleines bisschen. Das ist ein Baumwollmischgewebe, 60% Baumwolle, 40% Nylon. Also wenn es irgendwann mal im Regen nass wird, wird es irgendwann auch einigermaßen selbstständig wieder trocken. Das nächste ist, dass das ein Ripstop-Gewebe ist. Das heißt, das kann nur bis zu dem nächsten Karo, das sind so für die es nicht kennen, sind so kleine Karos eingenäht und es reißt, wenn überhaupt, nur bis zum nächsten Karo. Die Jacke an sich ist eigentlich nicht über die Maße spektakulär. Es ist eine dünne Jacke, sie ist nicht gefüttert, sie hat keine Innentaschen, hat keine Taschen an den Hüften und auch nicht am Rücken, also es ist kein Smock, sondern es ist eigentlich eher gedacht als leichte Feldbluse oder leichte Feldjacke bzw. Tagesdienstjacke. Die gibt es in vielen unterschiedlichen Farben und auch sehr gedeckten Farben, aber auch in bestimmten Tarnmustern. In gedeckten Farben hat es den Vorteil, dass man nicht ganz so auffällt wie es bunt karierte Ferkel. Bei Grau hat es den Vorteil, und jetzt wird es für die Damen und Herren mit Ambitionen in Richtung Urban Exploring oder Lost Places nicht ganz uninteressant, gerade wenn ihr so ein bisschen in der Dämmerung und in der Dunkelheit unterwegs seid. Es heißt so schön in bestimmten Kreisen, dass das Grau im Grunde der Schwarze fortgeschritten ist. Das ist der Knaller. Im bebauten Gebiet, nachts mit den Klamotten, werdet ihr eins mit eurer Umgebung. Dagegen ist Schwarz also schon fast eine Signalfarbe. Das ist echt der Knaller. Es hat also gute Gründe, warum namhafte Einheiten aus Polizei und Militär gerade für nächtliche Einsätze oder Einsätze in den frühen Morgenstunden bzw. in der Abenddämmerung inzwischen grau beschafft haben. Die Taschen, es sind vier Balktaschen, die oberen sind ein bisschen schräg angesetzt. Das hat den Charme, dass man diese Taschen selbst mit aufgesatteltem Rucksack, rein zufällig ist der von derselben Firma, trotzdem noch relativ gut rankommt und sehr, sehr gut bedienen kann. Auf der Nachbarseite auf dem Video habe ich einen üblichen Verdächtigen, eine M65-Jacke in Teilzeit wasserdicht. Ich glaube, da ist ganz gut zu sehen, dass der Träger tragende Teile der oberen Taschen verdeckt. Die Jacke, jetzt nicht über die Maße spektakulär, aber sehr, sehr gut durchdacht und mit einem Preis von 35 Euro durchaus fluffig. Gehe ich durchaus mit. Das aber, was mit wirklichen Innovationen zu tun hat, wo die anderen üblichen Verdächtigen teilweise noch echt hinterherhängen und das Ganze auch zum Preis von 35 Euro, das gucken wir uns jetzt an. Hier haben wir also, wie bei allen anderen üblichen Verdächtigen in dem Genre, relativ große und sehr stabile, sehr gut verarbeitete Schlaufen für den Gurt. Wir haben links und rechts eine Gesäßtasche, die hier einfach nur zugeklappt ist. Einfach nur so eine Überlappung hat, keinen weiteren Knopf oder Klett, wo aber trotzdem nichts ungewollt rein oder raus kann. Alles, was mit den Taschen zu tun hat, entspricht irgendeinem tieferen Sinn. Wir haben an der Hose selber links und rechts einmal hier eine Umlenkung und ein Stück Gurtband, welches hier mit Hakenflauschband die Weite verstellt werden kann, ohne dass ein Gurt benutzt werden muss. Was wir hier sehen, auf der einen Seite ist die Verstärkung am Gefäß, die ich gerade eben schon angesprochen habe. Die Oberschenkeltaschen sind leicht schräg angesetzt und sind riesig. Haben hier in diesen Taschen selber Gurtbänder und nochmal zusätzlich Taschen, in denen zum Beispiel Magazine einer Glock 17 reinpassen. Wir haben hier einen zusätzlichen Verschluss mit Knopf und einer entsprechenden Lasche und ansonsten wird das Ganze durch Haken, Flauschband, sprich durch Klett verschlossen.
Auf der Vorderseite haben wir in diesem hochehrenwerten Höschen den Verschluss durch standardmäßige Knöpfe. Wir haben hier links und rechts jeweils so ein D-Ring. Wir haben hier an den Fronttaschen eine zusätzliche Verstärkung, wo man zum Beispiel entsprechende Messer oder Lampen etc. pp. Mit einem Gürtelclip hier einfach ranklippen kann, ohne dass dieser Saum hier so ohne weiteres ausfranst bzw. die Hose kaputt geht. Und diese Taschen über den Cargo-Taschen sind so groß, dass da locker die Leatherman Raptor drin verschwindet und dass die auch da drin bleibt. Also selbst wenn man dann irgendwo hochsteigt oder mit dem Kopf zuerst irgendwo runterrutscht, was man eigentlich generell nicht machen sollte, dann bleibt die trotzdem in dieser Tasche. Das ist also sehr, sehr praktisch. Und was wir hier noch haben, gerade eben im Video auch gezeigt, das sind die Verstärkung der Knie, werden von hier unten mit den entsprechenden dazugehörigen Polstern bestückt oder können bestückt werden. Und wir haben hier unten am Unterschenkel, am rechten Unterschenkel, noch eine kleine Tasche, wo ich zum Beispiel entweder eine kleine Altoids-Box mit einem kleinen Survival-Pack oder mein Lieblings-Erste-Hilfe-Kit verschwinden lassen kann oder etwaige Ersatz-Erste-Hilfe-Handschuhe. Da sind die Möglichkeiten nahezu unbegrenzt. Und wir haben hier am Beinabschluss, wie bei fast allen Hosen aus dem Bereich, eine Kordel zum entsprechenden Beinabschluss. Hat dir das Video gefallen? Lass mir einen Daumen nach oben da. Abonniere meinen Kanal, folg mir auf Facebook, folg mir auf Twitter, folg mir auf Instagram. Wenn irgendwelche Anregungen, Fragen, Sorgen, Nöte, bitte unten in die Kommentare oder über die üblichen verdächtigen Kontaktmöglichkeiten. Im nächsten Video geht es um diesen Kollegen. Kleines Beutelchen, große Wirkung. Von Mountain Equipment, Notschlaf- bzw. Notbiwaksack. Ich finde es immer wieder witzig, wenn Leute davon irgendwelche Reviews machen und den nur aus der Packung rausholen und dazu was erzählen. Ich werde mich mit dem Ding hier, und wir kriegen in den nächsten Tagen Temperaturen, es ist Herbst, es geht so langsam in Richtung Gefrierpunkt. Ich werde mich damit mal in die Botanik packen und dann gucken wir mal, was passiert. In diesem fachlichen Unsinn, einen habe ich noch zur Jacke. Die Jacke ist so groß, ihr habt das mit dem Vorführen gesehen und so, dass eine SK1 mit Stichschutz drunter passt. Also ich habe sonst das Problem, dass wenn ich Jacken oder Hosen kaufe, zum Beispiel in Frankreich bei Decathlon, wenn ich da zum Verkäufer gehe und sage, du, ich hätte ganz gerne Büchsen vernünftig passend, dann liefern die mich jedes Mal gleich in der Zeltabteilung ab. Ich weiß gar nicht warum. Wie auch immer, hat dir das Video gefallen? Schau nächsten Samstag wieder rein. Mir war es ein inneres Blümchen. Bis denn und tschüss.